Heute geht es mal um dieses gute Stück. Da habe ich ein gutes und günstiges Mikrofon gesucht, so irgendwie für ein paar Sprachaufnahmen, auch für Gesang. Servus meine Freunde und willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja Leute, heute geht es mal nicht um den DJ-Bereich, also mein DJ-Tisch wie im letzten Video, sondern heute geht es mal auf die andere Seite. Das heißt, ich will euch mal ein bisschen so meinen Produktionstisch, also wo ich ja meine Musik selber produziere, mal ein bisschen näher bringen, ein bisschen zeigen euch, was ich so benutze. Das heißt, ich werde euch so in verschiedenen Teilen, also in verschiedenen Videos, werde ich euch so ein bisschen das Equip zeigen, weil ich habe viele Anfragen auf Instagram bekommen oder Instagram, wie viele sagen. Ich blende es euch jetzt hier nochmal ein, meinen Account. Könnt ihr mir gerne mal folgen und mir selbst irgendwelche Fragen stellen, weil da bin ich ziemlich aktiv. Auf jeden Fall habe ich viele Anfragen bekommen, so hey, was nimmst du her? Was ist gut? Was ist günstig? Und da habe ich mir gedacht, so hä? Eigentlich könnte ich ein Video machen, was ich so habe, weil ich war auch so wenig Geld oder beziehungsweise was haben, was aber wenig Geld kostet. Und es geht ja vielen so, ja, man hat nicht so viel Geld, aber man braucht trotzdem oder man will sowas haben. Habe ich mir gedacht, ich zeige euch einfach mal so mein Studio. Also wie gesagt, nichts mit DJ, sondern mit der Produktion selber. Das heißt Mikrofon, vielleicht Tastatur, Maus, Bildschirm, Keyboard und so weiter. Und ich wollte das jetzt nicht alles in ein Video einpacken, weil es wäre dann, glaube ich, über 40 Minuten lang. Und wer schaut sich über 40 Minuten ein Video an? Genau, ich auch nicht. Und deswegen dachte ich mir, um es euch ein bisschen leichter zu machen, dass ich einfach mehrere Teile rausbringe. Das heißt, wie jetzt hat Mikrofon, beim nächsten Video Keyboard. Und das Coole daran ist, ich kann euch im Thumbnail, kann ich euch schon zeigen, was für ein Video online kommt oder was halt für ein Video gerade online ist. Und das heißt, wenn ihr auf YouTube geht und seht, Mikrofon, er stellt sein Mikrofon vor, dann könnt ihr entweder draufdrücken, wenn es euch interessiert, und wenn es euch nicht interessiert, dann müsst ihr nicht draufdrücken und beim nächsten Mal vielleicht übers Keyboard. Und so, finde ich, ist es für euch auch viel einfacher, Videos anzuschauen, was überhaupt euch interessiert, also was euch überhaupt interessiert. Das heißt, ich werde jetzt nicht alles, wie gesagt, in einem Video packen, sondern einfach mehrere Videos draus machen. Ist auch angenehmer für mich und auch angenehmer für euch. Genau, jetzt komme ich gerade vom Sport. Jetzt muss ich mir noch einen schönen Proteinshake machen und dann sehen wir uns unten im Studio wieder und dann geht's los mit dem Mikrofon. Let's go! Also für die Leute, die sich interessieren so ein bisschen für Fitness, ich habe jetzt auch wieder erst angefangen vor drei Tagen. Also die sich interessieren, ich habe jetzt hier einen ganz normalen Shaker, den habe ich mir, das hat zwar jetzt nichts mit Musik zu tun, aber vielleicht gibt es ja Leute, die auch nebenbei Sport machen. Hier habe ich einen Blender Bottle, das ist ein Proteinshaker, ist ganz günstig, glaube ich, knapp an die 20 Euro, den kann ich euch auch unten verlinken, wenn ihr so Interesse dran haben solltet. Dazu ist eine Metallkugel oder was das ist, glaube ich. Das ist einfach dafür da, wenn ihr das Pulver reintut und dabei schüttelt, dass keine Klumpen mehr sind, sondern dass alles ziemlich flüssig wird. Und da habe ich jetzt einfach hier, habt ihr auch, ich hoffe man sieht es hier, die Maße, wie viel Milliliter das sind. Und ich habe jetzt einfach hier einen halben Liter rein, also 500 Milliliter. Und davon habe ich dann von meinem Proteinpulver den Protein, was ist das? Protein 90. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich den probiere. Auf jeden Fall 4 gestrichene Esslöffel, Deckel drauf, gut durchschütteln. Wie gesagt, da kommen dann keine Klumpen mehr, ist alles flüssig und ihr könnt es eigentlich direkt aus der Flasche raustrinken. Und das ist hier auch der Vorteil, weil hier hat man dann so einen Schnellverschluss. Also die Flasche ist echt auch so unterm Sport ziemlich gut, wenn ihr Wasser haben wollt oder was anderes. Gut durchschütteln und dann ist der schon fertig, Leute. Begging for, begging for.
Leute, wieder back in the Studio, würde ich sagen. Und zwar, ich befinde mich jetzt, wie gesagt, ihr kennt es ja schon, im Studio hier. Wie vorhin schon gesagt, heute geht es mal um dieses gute Stück. Und zwar ist es das Aunamic 900B. Das ist ein super USB-Mikrofon. Bevor ich das ganze andere Zeug hier gekauft habe, wie Boxen und Audio-Interface, was hier auf der Seite ist, habe ich ein gutes und günstiges Mikrofon gesucht, so irgendwie für ein paar Sprachaufnahmen, auch für Gesang. Gut, es ist jetzt nicht professionelles Gesangsmikrofon, aber man kann schon gut was draus machen. Das heißt, man muss halt ein bisschen danach noch arbeiten an den Höhen und Tiefen, weil das eigentlich nur ausgelegt ist für Sprache. Wenn ihr irgendwie ein günstiges USB-Mikrofon sucht, Leute, ich kann euch das tiefstens ans Herz empfehlen oder ans Herz legen, kauft euch dieses Mikrofon. Weil für den Preis findet ihr kein anderes. Und das Geile ist halt einfach, wenn ihr kein Audio-Interface habt, wie ich damals. Also ich habe jetzt das Focusrite, kommt auch noch ein Video darüber. Hab mir Rezensionen durchgelesen und ich muss sagen, es hat fast 5 von 5 Sternen bekommen. Und es ist einfach ein super Mikrofon. Sieht auch noch geil aus. Also ich habe es jetzt hier in der Farbe weiß. Es gibt es auch noch in schwarz mit blauer LED. Ich habe es jetzt wie gesagt in weiß mit gelber LED. Dann gibt es es komplett in schwarz mit weißer LED, also ganz verschiedene Sachen. Ich verlinke euch den auch unten mal in der Videobeschreibung. Das heißt, ihr könnt euch da auch mal ein bisschen rumklicken und mal nachschauen, was so gibt, was eure Ansprüche so sind oder was ihr schön findet. Ich fand halt das Weiße so geil. Was nicht dabei ist, ist der Mikrofonarm. Also den ihr seht, den könnt ihr hier so verstellen, wie ihr wollt, dass er richtig schön passt. Den habe ich mir damals extra noch dazu gekauft. Ich habe jetzt vorhin gesehen, dass auf Amazon so ein ganzes Bundle gibt. Das heißt, Mikrofon inklusive Spinne. Die war nämlich auch nicht dabei, sondern die habe ich mir auch selber gekauft. Und auch noch den Mikrofonarm, ich glaube für knapp 150 Euro. Gut, ich würde sagen, ihr könnt es noch günstiger kriegen, wenn ihr nur das Mikrofon kauft. Ein Popschutz ist es ja für diese Ps, wenn man ausspricht. Ich glaube, den kriegt man auch schon für 8 Euro oder so ein günstiges. Dann Mikrofonarm kriegt ihr auch für 15 Euro. Ihr seid da also knapp ungefähr, glaube ich, bei ja bisschen über 100 Euro, so 110, glaube ich. Und das Bundle kostet ja 150. Das heißt, ihr hättet wieder 40 Euro gespart und die könnt ihr wieder in andere Sachen investieren, wie ein Mauspad oder eine Tastatur oder sonstiges. Ich zeige euch jetzt mal eine Sprachaufnahme von der Qualität, dass ihr das auch mal mitbekommt. Jetzt gerade nehme ich aber das Mikrofon von der Kamera auf. Und jetzt hört sie mich mal über das Mikrofon. Ich habe jetzt nichts verändert, keine Effekte drauf, sondern das ist nur meine Stimme. Ich bin jetzt ungefähr so ja 10 Zentimeter entfernt, wie ihr sehen könnt. Und ich finde einfach, dieses Mikrofon hat eine super Qualität für den Preis. Also Leute, ich muss jetzt nochmal kurz schauen, was es kostet. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Jetzt warte mal einen Moment. Genau, 89,99. Das heißt, ihr seid bei 90 Euro. Hat von 791 Bewertungen 4,5 Sterne bekommen. Leute, findet mal so ein Mikrofon für den Preis, der genau diese gleichen oder noch eine bessere Bewertung hat. Also ich habe jetzt keins gefunden, sogar auf Thomann habe ich keins gefunden. Da wird es auch empfohlen, dieses 900B. Aber ihr müsst halt überlegen, Leute, es ist halt nur ein reines USB-Mikrofon. Ihr könnt da leider keine XLR oder kein XLR anschließen, sondern ihr habt halt reines USB-Mikrofon, das halt direkt in den PC geht. Aber ich werde mir jetzt dann noch ein zweites zulegen von Rode. Werde ich euch aber auch nochmal ein extra Video machen oder euch ein extra Video zeigen, weil ich brauche für Gesang einfach ein besseres. Und da ich ja jetzt ein Audio-Interface habe, hier auf der Seite, was ja wie gesagt noch kommt als Video, suche ich einfach ein Mikrofon, wo XLR-Eingänge hat, dass ich dann mit meinem Audio-Interface verbinden kann. Aber so als Übergangsweise oder wenn ihr einfach nur streamt oder wenn ihr irgendwelche Sprachaufnahmen aufnehmen wollt, Leute, Bombenmikrofon kann ich euch nur empfehlen. Qualität hört ihr jetzt gerade, ich finde es einfach klasse für den Preis. Sonst Leute, wenn ihr Fragen habt oder irgendwelche Anmerkungen oder vielleicht auch noch ein besseres Mikrofon gefunden habt auf Amazon oder eBay oder was weiß ich, Leute, schreibt mir das mal gerne in die Kommentare. Ich würde das gerne mal nachschauen, ob es echt noch ein besseres gibt. Also ich habe jetzt keins gefunden, das war für mich einfach so, ja, vom Preis, Leistung und von der Qualität her laut den Rezensionen 1A. Und genau, wie gesagt, es kommen jetzt noch mehrere Videos von meinem Keyboard hier unten, von meinem neuem Audio-Interface, wo ich sehr, sehr zufrieden bin, von meinen neuen DJ-Speakern, das heißt von meinen Boxen,
die ich hier extra gekauft habe fürs Produzieren, also für Mixen und Mastering. Aber wie gesagt, kommt noch ein extra Video darüber. Schaut's wie gesagt auf meinen anderen Kanal vorbei, da kommen ja wie gesagt dreimal die Woche kommen da neue Mixe. Das heißt, wenn ihr irgendwelche Musik braucht so nach der Arbeit oder vor der Arbeit oder fürs Wochenende, habe ich die perfekte Mucke für euch. Gern mal vorbeischauen, Leute. Und damit würde ich mich auch schon wieder verabschieden. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich jetzt. Wie gesagt, Leute, bis demnächst und ciao.